Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Diesmal ist wirklich Samstag, oder? Ja, diesmal schon, ist wirklich ja. Samstag. Ja, in dieser Woche sind wir gestorben, wurden wiederbelebt. Dann gab es quasi die ersten Folgen, wo Maxim zum Lehrmeister wurde. Und jetzt sind wir in der Phase, wo es Maxim nicht mehr ist, weil Maxim quasi hier auch nichts mehr weiß. Das heißt, die alle, die ähnlich erzürnt waren wie ich, weil wegen dem Frevelvergehen, das Maxim mit seiner Freizeit mich in diesem Spiel beschäftigt hat, können sich jetzt beruhigen. Für mich war es auch eine schwere Zeit. Ich habe doch den Kampfhelm, ich bin dumm und scheiße. Ja, auch das. Genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Ne? Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, ich war semi-entspannt in den ersten zwei Runden dieser Sache hier. Weil ich so ein paar Sachen wusste Maxim quasi, die ich nicht wusste, und ich hatte Sorge, dass es quasi die ganze Zeit so weitergeht. Und aber es hat sich nicht bewahrheitet. Und ich habe Frosch-Sandwiches wieder für uns. Sehr schön, ich komme jetzt gleich auf Base. Wir haben jetzt auch 5000 Fleischbällchen gemacht. Also Nahrung ist halt echt kein Ding mehr. Wir haben, also Raiden bringt übrigens Nahrung. Aber ich habe das Gefühl, der Satz, ne, der wird irgendwann rausgeschnitten und bei dir bei Twitter gepostet. Wenn wir gewiped sind. Ich sehe. Wir haben halt wirklich viel Nahrung. Ja, also das ist halt wirklich sweet. Ich habe jetzt noch so einen coolen Helm. Ich muss mir noch eine Rüstung machen. Aber ich muss jetzt mal richtig viel Holz hacken gehen. Das ist das. Ja, also man muss zwischendurch so Basic-Sachen machen, die so ein bisschen das Exploren reduzieren. Was ja. Ich irgendwie schade finde. Aber du kannst das jetzt gerade machen. Ich verbrate noch die letzten Froschdinger hier. Ja. Und ich bringe jetzt noch ein paar kleine Happen in die Base. Dann gehe ich da unten in den Wald da und kill den. So. Und dann gucken wir mal. Dann würde ich nochmal eine Erkundungstour wagen. So. Aber ich würde dazu gerne richtig viel trockenes Fleisch und so mitnehmen. Wen killst du? So. Also ich kenne wahrscheinlich niemanden. Ach, die haben 24 Monsterfleisch. Habt ihr das gerade richtig gesehen? Ich weiß auch nicht genau. Guck mal gerade. Ja. Nee, 24 Happen, 17 Monsterfleisch. Ja, kannst du Holz hacken? Weil ich brauche halt auch was für meine Rüstung. Ja. Aber weißt du was? Ich mach mal hier. Ich habe noch so eine halb kaputten Speer und so eine halb kaputte Axt. Ich mach die mal kaputt, die Nerven. Brutal. Ja, der Weg zum Holz ist aber so. Ach, Scheiße, ich brauch eine fucking Schaufel. Wofür brauchst du die Schaufel denn? Um die Stümpfe auszugraben. Das ist jedes Mal quasi ein Holzstück weniger. Irgendwie auch auf Dauer Kacke ist. So, jetzt muss ich ja noch irgendwann angreifen, damit der Speer kaputt geht. Komm mal her, Hase. Na gut, ein Hasen zu jagen. Komm mal her, Hase. Einfach eine Folge später. So, jetzt habe ich dich. Vor allem, komm mal her, Hase ist einfach was dein Vokabular halt was völlig anderes bedeutet, ne? Also, ja, das auf jeden Fall auch. Das ist halt, kann ich das nicht einfach hitten? Scheiße. Na gut. Ja, scheiße, ich muss noch eine Sekunde in mein Base. Ich gehe dann einfach nur im dunklen Holz hacken, das ist scheißegal jetzt. Okay. Aber dann müssen wir Holz geben, weil sonst kann ich hier die Nacht nicht überleben, ne? Ja. Das können wir machen. Aber ich brauche jetzt die fucking Schaufel. Sonst kriege ich eine Meise. So. Haben wir irgendwo ein Steinlager schon? Nee. Ja, doch, wir haben noch Stein. Ich meine so geschliffenen schon. Den hatte ich auch noch mal dabei. Nee. Ich frage mich halt immer noch, was man mit diesem Mondstein machen kann, ne? Es steht irgendwie, also es gibt da Rezepte. Die Leute sagen ja, müsst lesen, Maxim. Aber es steht halt nur da, dass wir es bauen können, so, aber nicht, dass wir jetzt. Was ist denn? Also einer hat mir gesagt, der Kaninchenstall ist nicht das, was wir denken. Ja, den machst du nämlich nicht aus Kaninchen. Sondern wir haben ja diese Schweine, die großen rumlaufen. Und es soll wohl auch große Kaninchen geben. Ach so, ja, wir müssen jetzt ja in die Unterwelt. Okay, wollen wir einfach unseren Ausritt in die Unterwelt planen? Das Ding ist, haben wir eine Unterwelt? Ich habe irgendwie Angst, dass Unterwelt die Höhlen sind. Oh. Und dann haben wir es ja theoretisch nicht, oder? Oder sehe ich das jetzt falsch? Hm. Weil da haben wir jetzt vielleicht servertechnisch so ein bisschen verkackt. Oh okay. Ja, so ist das Leben. Ja, unser nächster Ausritt. Doch. Das sind diese seltsamen Erdlöcher. Ich sehe hier was auf der Minimap. Maxim, bist du dabei? Oder so. Was ja, ich nehme jetzt hier noch das Gepökelte mit, dann hängen wir das noch auf, weil das braucht halt einen Tag. So, und dann. Ja, dann hacken wir Holz unterwegs. Das ist scheißegal. Ja, ich will mal ein bisschen Gras. Ich mache mir auf jeden Fall noch mal einen extra Speer. So, Speer bin ich. Es gibt ja leider keinen goldenen Speer. Bisschen lame. Wir haben 6 Spinnendrüsen. Jo. Alter, dann mache ich mir jetzt aber gleich hier. Heal-Zeug. Aber warum so? Wir können die ja doch anders herstellen, ne? Das Heal-Ding? Ja. Also, wir können ja auch einfach Fischstäbchen machen, so. Die sind halt. Oh ja, das stimmt, aber.
Das also, Ding, wenn wir halt unterwegs sind und 5000 Mal angegriffen werden, das ist vielleicht nicht so geil. Wir dann nicht mit einmal viel Leben wiederherstellen können. Also ich würde da lieber echt auf Sicherheit gehen. Haben wir noch irgendwo Asche? Gehen wir aus der Kiste dort raus? War auch nicht scheiße. Okay, dann können wir den nicht machen. Also das ist eben nicht, sondern ich kann jetzt nur einen Medikit mehr oder weniger machen. Okay, wenn wir jetzt so. Aber die Drüsen werden ja, glaube ich, eh nicht schlecht. Du läufst doch jetzt die ganze Zeit mit dem Ding rum, ne? Was für ein Ding? Ja, mit dem Chester? Helm. Mit der Helm? Oh, warte mal. Ja, da hast du mich heute ermahnt, möchte ich es nennen. Ja, genau, den Helm. Meine das andere ermahnen. So. Das Flame. So, warte mal. Alter, wenn diese random tötet, dann ist es. Okay, also ich bin jetzt, ich glaube, ich bin ready. Ja, wir machen jetzt die Nacht hier einfach noch, verbringen wir noch entspannt, ne? Ja. Und dann machen wir noch ein bisschen das. Da mach ich mir nochmal mehr Klöpse. Weil wir haben gar nicht so viel zum Reintun, ne? Ja, ich bin gerade dabei, das Monsterfleisch ein bisschen loszuwerden. Wenn man zweimal Monsterfleisch nimmt und einmal das normale. Ich habe jetzt immer zwei Happen, ein Monsterfleisch und einmal Honig für die Honig-Chicken-Dinger. Die Nuggets, ja. Okay. Einfach Chicken bei rauskommen. So, ich wollte was weiß ich noch. Und zwar eine Rüstung hätte ich gerne noch. Ja, ich habe auch eine dabei. Ich hätte gern Bumerang, muss ich sagen, ne? Aber geht halt gerade nicht, oder? Ja, da war irgendein Problem. Ja, Bumerang ist ein Holzproblem. Aber ich kann den unterwegs machen. Oh, was habe ich denn hier gemacht? Honigschinken. Ja. Hau ich mir mal rein, ne? Oh, der scheint gut. Den mache ich nochmal. Ich glaube, alles, was mit Honig ist, ist Bastard, oder? Nee. Also ich glaube, der war gerade, probier den mal. Aber ich habe das Gefühl, der war besonders gut. Ja, achso, wobei ein bisschen HP fehlt, ne? Ei. Okay, also das hat. Mir fehlt keine HP mehr. So, oder nur noch sehr wenig. Genau, wir haben auf jeden Fall schon super viele Netze. Dieses Schilfzeug brauchen wir auch irgendwie für Papyrus oder so. Ja, aber brauchen wir auch noch für noch irgendwas, aber ich weiß nicht mehr für was. Ah, ist ja auch nicht so wichtig. Okay, wollen wir los? Ich mache alles in den Kühlschrank hier, was ich mit mir rumtrage, nehme die Frosch-Sandwiches mit und dann geht's ab. Let's go. Ich führe uns. Was ist los? Eine Sache, eine letzte und das ist das. Gut, ich bin bereit. Jetzt könnten wir mal warten können, bis das Essen fertig ist. Na, aber man kann immer länger warten. Wir gehen diesmal nach unten rechts, Maxim. Okay. Aber wir müssen erst am Wasser entlang. Ach du Fleißiger. Das ist halt echt schade, dass ich das Max-Leben verloren habe, ne? Mit diesem einen dummen Tod. Aber ich glaube, das kann man auch irgendwie wiederherstellen. Ja, irgendwie geht das sicher. So eine andere Wiederbelebungsform oder so gibt's da. Wir nehmen ja immer die einfachste mit den Spinnendingern. Ja, es gibt ja noch die Wiederbelebung. Du willst nach ganz rechts unten, oder was? Ja, komm mal mit. Ich habe da was gesehen. Also erstmal habe ich da ein Wurmloch gesehen. Hä? Okay. Why are you running? Alter, der Chester. Why are you running? Chester schafft es auf jeden Fall. Aber ich denke gerade, ob wir noch ein bisschen Stein mitnehmen. Boah. Ah, ich glaube, ich mach's einfach. Guck doch mal weiter, dann folge ich dir gleich. Okay. Ah, hier ist noch ein Mondstein-Möglichkeit. Ah, hier wieder ein Mondstein. Ich würde nämlich nur die Golddinger hacken, weil da kriegen wir hier, ja eh das Ding meine ich. Hier. Hier ist die das Höhle. Das kleine. Ja, aber damit können wir nichts machen. Du kannst es nicht aufschlagen oder sowas. Oh. Also ich glaube, da waren diese Grasviecher da. Und die haben da irgendwas gemacht. Aber mit der Höhle kann ich zumindest auch nicht interagieren. Also ich weiß es einfach legit nicht. Hast du eine Schaufel? Kannst du das mal probieren? Nee, da geht nichts. Also okay, bist machen. Du hier ins Wurmloch? Nee, da kommen wir dann nach oben. Oh. Wollen wir hier irgendwas machen? Oder? Ah nee, das ist ja übel boring. Okay. Ah, ich dachte nämlich, das wären die Erdlöcher. Vielleicht können wir den rauslocken oder so, weißt du? Ich weiß nicht, ich würde den auch liebsten auch gern ausräuchern oder was? Meine Sanity hat ein bisschen unter den Double-Wurmloch gelitten. Okay, ich geh mal Blumen pflücken, aber hier sind keine Blumen. Noch irgendwelche Friedhofssachen in der Nähe. Friedhof ist natürlich auch eine gewisse Drain Machine. So, okay. Und,
Da, Blumen, Blumen. Oh, hier ist da noch ein Bergbauhelm. LOL. Ja, gib dir das Bergbau? Hier. Was denn? Ach, du kannst jetzt leuchten, aber mach den doch lieber aus. Also Bergbauhelm ist halt, der ist halt richtig gut und kacke, weil du kannst ja halt nachts arbeiten. Aber die Glühwürmchen, die du nachts siehst, die kann man quasi ernten. Da brauchen wir eine Insektenfalle und die also so einen Insektenkercher mit diesen Spinnennetzen. Aber das Ding ist irgendwie endlich. Also Glühwürmchen wachsen irgendwie nicht nach. Und für nachts arbeiten finde ich das jetzt nicht worth, irgendwie Spinnennetze dafür zu verbrauchen, wenn ich ehrlich bin. Wenn das so die Maximalmechanik davon ist. Okay. Ja, aber so ist natürlich worth, wenn man den einfach findet, ne? Da. Am Anfang kannst du deinen Stort so geil erweitern, wenn du irgendwelche Skelette findest. Die irgendeine Scheiße droppen so. Aber ich meine, das ist ja auch das Geile, ne? So ein bisschen random Faktor braucht man halt. Hier gibt's keine Blumen mehr, ne? Ich weiß auch nicht, wie ich meine Sanity wieder im Griff kriege. Auch leider auch nicht ziemlich da zu beruhigen. Oder? Ich kann auch noch bauen. Aber hier ist auch schon wieder Kartenrand ganz viel. Also, ihr merkt ja, Leute, dass wir auch jetzt 10.000 Mal mutiger sind, so. Aber ohne Höhlen habe ich das Gefühl, wir haben unser eigenes Late-Game ausgestellt. Aber es scheint doch Höhlen zu geben. Das Problem ist, die Folge kommt jetzt auch erst wieder in 10 Jahren. Ja, das müsste man halt echt mal googeln. Willst du mal gerade googeln? Also, ich weiß, dass es Höhlen gibt. Du kannst quasi Untergrund anmachen. Und dann hast du quasi da unten eine übelst gruselige Welt. Aber ich glaube, die ist bei uns aus. Oh, wir haben hier Tiere. Wollen wir die Tiere vielleicht töten? Komm mal zu mir. Ja, ich habe halt immer noch mein Sanity-Problem, ne? Wo bist du denn? Rechts unten gegangen. Ich weiß nicht, ob ich fighten sollte gerade. Also ich muss das Ding halt echt in den Griff kriegen, aber ich weiß nicht wie. Also ich müsste halt jetzt eigentlich pennen, ne? Ah, das könnte ich machen. Überleben. Aber ich glaube, kann man das alleine? Kann man das, also wenn du das nicht, du musst das an der Wissenschaftsmaschine machen, oder? Scheiße, ja. Zumindest den ersten, ja. Also ich bin halt jetzt bei 46, das ist noch nicht so schlimm. Aber es sinkt halt weiter. Okay, ich habe jetzt, also wenn du nach rechts unten gehst, einfach nur... Ja, ich bin jetzt rechts unten genau am Rand, aber du bist hier nicht. Ja genau, lauf einfach weiter nach rechts. Hä? Ich bin unten rechts am Webende. Ja, bist du an mir vorbeigelaufen. Also ich laufe jetzt nach unten rechts. Also ich bin halt so unten rechts, wie es nur geht. Ich bin auch unrecht. Hä? Da haben wir uns jetzt verloren. Hast du genug von Feuer machen? Ja, aber wie haben wir uns denn verloren? Also ich bin unten rechts. Okay. ja, schwierig. Hast du links und rechts wieder verwechselt? Nee. Also Chester und ich sind ja entspannt. Okay, jetzt dann laufe ich mal irgendwie nach links jetzt oder so und guck mal hier ein bisschen. Aber heavy, du kannst... Also bei mir geht's quasi nicht mehr nach rechts. Ich bin jetzt im 90-Grad-Winkel, ist bei mir Ozean. Okay, da war ich gerade eben. Ich dachte, da warst du, jetzt meintest du was unten rechts. Ich bin jetzt bei den drei goldenen Steinen. Drei goldenen Steine, what the fuck, Alter? Die ich jetzt gerade abbaue, also an den kann ich auch nicht mehr orientieren. Okay, ich mache mir jetzt einfach ein Feuer. Ja, ich mache jetzt auch mal Feuer. Ich baue jetzt einfach nachts diesen Kackstein. Erstmal bei euch. Okay, aber ich muss halt mir jetzt eigentlich einen Schlafsack machen. Aber ich kann nicht. Ah, ich weiß, wie du noch Sanity wiederherstellen kannst, wenn du noch Essen dabei hast, ne? Essen ist gut, oder was? Gutes Essen beruhigt, ja. Zum Beispiel mein gepögeltes, dieses aufgehängte Fleisch beruhigt auch. Das macht halt alles wieder hoch, aber halt nicht viel. Aber ja. Von allem etwas. Ja, ich glaube, dann pfeife ich mir jetzt einfach die Frosch-Sandwiches rein. Ja, ich muss nicht übertreiben, aber... Ich meine, wenn man einmal wieder über diesen Punkt ist, ist es ja auch wieder gut, ne? Ach komm, Angst, dass jetzt irgendwann diese Grunzgeräusche wieder kommen. Das sinkt immer noch. Wir dann einfach nur geowned werden. Finger weg. Okay, wo bist du? Bam. Immer noch unten rechts, ne? Mhm. Ja, ich bin jetzt... Also bei mir ist der Ozean jetzt im rechten Winkel. Also nach unten, senkrecht, ist jetzt bei mir Wasser, so. Unten senkrecht. Ich bin nach rechts gelaufen. Also unter mir ist Wasser und rechts von mir ist Wasser. Ah, direkt. Ja, also nee, nicht direkt. Ich bin nicht am unteren Ziff, ich bin dann noch ein bisschen nach rechts oben gegangen, in dem senkrechten Wasser entlang. Also wenn du ganz nach rechts gehst, musst du irgendwann gegen Wasser knallen. Okay. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich bin einfach ein Schnipsel früher als du.
Wenn man übrigens, dass ich. Ja, ich glaube, ich laufe einfach mal zurück zur Base und kontrolliere mal meinen Sanity. So, ich habe es echt ein bisschen verkackt. Du kannst ja mal weiter erforschen. Ja. Ich glaube, ich angle hier auch ein bisschen. Ja, können die ja. Ich würde jetzt das Wurmloch zurücknutzen, aber das scheint mir gerade nicht die beste Idee. Ja, ist halt schon wieder keine Blumenzeit mehr, ne? Scheinbar. Ja, du musst mit der Maus drüber arbeiten. Das ist halt OP bei dem Teich. Ja, das eben. Das so meine ich ja. Und du warst halt mit Leertaste, aber das doesn't work. Nee. Das kommt halt wirklich nach 4-5 Sekunden kommt halt. So. Aber Fisch ist halt so strong, das sollen wir uns halt echt nicht nehmen. Ich glaube, es lässt sich terrible lagern. Meine Vermutung. Was? Also es lässt sich halt wirklich nicht lange, nicht gut lagern. Ja, aber ich glaube, wenn wir die Fischstäbchen draus machen, sollte es entspannter sein. Der Frosch springt einfach immer im Lagerfeuer rum. Finde ich auch realistisch. Ja, der hat auf jeden Fall Bock. Okay, ich hole mir oben nochmal Frische. Okay. Aber ich muss sagen. Mach ich ja noch eine kleine. Also, das ist halt echt das Problem so, wenn wir wirklich keinen Untergrund haben. Oh, das ist natürlich ein Flop. Aber es ist halt echt das Problem, diese Bienendinger, die sind halt immer irgendwann kaputt. Hier sind Blumen. Eine Blume! Blume. Yeah. So, Stein brauche ich eigentlich auch nicht. Ja, Chester, nimm das mal alles. Chester, du bist einfach MVP bei solchen Ausflügen. Ist mal ganz ehrlich. Also das ist halt wirklich. Ich meine, das ist ein Rucksack, der tankt. Wirklich so. Der für die Gegner. Ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie HP wirklich aktiv verliert. Ja, da bin ich mir halt immer noch nicht sicher. Okay, ich habe Blumen gefunden. Das ist easy. So, und ich erkünde jetzt ja den gut, die fünf Frosch-Sandwiches, die ich mir dafür jetzt reingeballert habe, waren im Nachhinein vielleicht nicht ganz worth. Frage ist halt, was droppe ich jetzt hier, um das alles zu ernten? Ich glaube, es ist die Spitzhacke. Spitzhacke die. Ah, die Spitzhacke muss weg. Mal ein bisschen. Ja, Leute, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt gerade eine kleine tittende Folge ein bisschen war. I'm sorry. Das war jetzt nicht so gut von mir gespielt. Und nicht so klug, wie ich dachte irgendwie. Ich glaube wirklich, dass diese. Wir sehen ja die Erdlöcher, ne? Irgendwas muss es damit ja noch auf sich haben. Echt? Ich glaube, das ist so ein Server-Ding. Das ist halt so ein Server-Ding. Und ich konnte ja so ein paar Sachen noch einstellen, irgendwie auf Local oder sowas. Aber ich glaube, ich kann nicht plötzlich Höhlen anmachen. Aber ich meine, was soll der Nachteil davon sein, die Höhlen anzuhaben? Der Nachteil ist irgendwie, dass es, glaube ich, mehr belastet den Rechner und so weiter. Aber. Das ist ja uns eigentlich, ohne das jetzt böse zu meinen, aber eigentlich scheißegal. Oh, was ist denn hier los? Frosch City oder was? Alle her, Alter! Kommt alle her! Okay, kommt nicht alle her. Kommt nicht alle her. Zahnräder. Alter. Alter, wenn du sehen würdest, was ich hier sehe, das ist halt legit witzig. Das wird einfach das Thumbnail, Leute. Einfach Froschjagd oder was? Oh nein. Nee. Ich stehe einfach in... Ich hatte einen 30er Stack Fäulnis und die Frösche haben mich halt alle angegriffen, ne? Kannst dir vorstellen, was passiert ist. Einfach rein. Die haben den Schimmel rausgeholt, oder was? Aber komplett. Voll Möhre. Also ich stehe halt einfach nur in Froschschenkeln und Fäulnis. Okay. Und ich habe jetzt hier rechts unten alles erkundet. Das ist in sich geschlossen. Also ich gehe jetzt noch in die Mitte dieser Insel, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist schwierig, weil halt so einfach. Wir können ja noch nicht schon durch sein, oder? Naja, also es gibt irgendwie, also mir hat ja Franz gesagt, hier, ja, da gibt es noch Endbosse und bla. Kannst du dann noch irgendwie bearbeiten? Aber und die Map ist ja auch ziemlich groß, also man kann auch weit raussuchen. Ich kann richtig weit raussuchen. Also, da wird noch irgendwas sein. Ich glaube, wir verlabern uns da jetzt ein bisschen. Ja, ich glaube auch. Also, ich meine, ich war da ja ganz unten bei den Tentakeln so und da ist halt schon eine ganz andere Welt. Also, da könnten wir halt jetzt gleich nochmal hin. Hast du darauf Bock? Ja, würde ich auch sagen. Also, ich fühle mich jetzt überlebensmäßig echt für den nächsten Schritt bereit. Und wenn ich das jetzt hier so durchgucke, was wir noch bauen können, klar, Bumerang und so eine Scheiße ist auch irgendwie ganz nett. Aber es gibt noch eine Marmorrüstung.
So, da würde ich gerne wissen, was es da auf sich hat. Weil es fehlen ja noch wahrscheinlich noch genug Materialien, die wir einfach legit nicht kennen. So. Bis auf diesen Mondstein. Laber, ich meine. Ja, das stimmt. Dann lass uns mal wieder ready machen. Und dann. Ach, so weil ich hab jetzt permanent diese Fleischbällchen alles mit. Das wird ja alles in meiner Hand, alles nicht schlecht so. Und ab und zu mal, wie gesagt, wenn du siehst, dass das gepökelte Fleisch fertig ist, dann musst du es auch abnehmen. Damit wir es gleich nochmal neu aufhängen können. Ja, kann ich mit dem Cut in der Base, kann das machen. Alter, der Honigschinken ist halt nicht von dieser Welt. Ich glaube, ich mach nur noch den. Nur noch Honig. War das normales Fleisch, was du reingemacht hast, oder das geht auch das Monsterfleisch? Monsterfleisch nicht. Okay. Bitte kein Monsterfleisch aufhängen. Nur die Happen. Happen oder großes Fleisch? Aber Monsterfleisch, da trocknest du halt Fleisch, was dir Damage macht. So. Ja, okay. Das ist halt Riff. So, dann das Monsterfleisch wird jetzt bald schlecht. Ich verkoche das mal alles noch. Was können wir denn dann noch nehmen? Machen wir so. Stimmt, wir haben nicht so viel Grundmaterialien, ne? Nach wie vor nicht, meine ich. Was meinst du damit? Naja, wir haben so wenig Bären und so, ne? Ja, also ich habe ziemlich viel Honig halt immer noch, ne? Damit kann ich halt echt immer noch ein bisschen arbeiten. Ich teste jetzt mal, was passiert, wenn ich das Monsterfleisch 2:1 koche. Ist ein Risiko, Jungs, ich weiß, aber... Ne, man lernt was? Ja doch... Oh, scheiße, hab ich gerade Damage sind losbekommen. Gerade gefangen, was soll das? Oh, shit. Zweige. Blütenblätter. Chester? Chester, wo bist du? Fuck. Och, fick mich. Ja, mein Gott, wo... Ich meine, hier ist es ja irgendwo. Das Scheißding. Ich meine, hier könnte ich auf jeden Fall easy wiederbeleben. Ich kann halt nicht mal... Ich kann halt nicht mal die Truhe benutzen. Du hast nie Äste und Gras dabei, oder was? Nee, weil ich bin gerade am Umpacken gewesen und denke mir so, ja gut, hau ich mal das Feuer an. Aber ich bin gleich da. Von welcher Richtung kommst du? Rechts? Nein, ich bin links gelaufen. Auf geht's. Ich komm nach rechts. Maxim, wo bist du? Komm am Wasser entlang, ne? Immer am Wasser. Wasser. Ich bin jetzt gleich in der Base, noch einen Meter. Nein, Maxim. Bin in der Base. Nein, ich bin doch rechts. Ja! Oh, Alter, Johnny, wir müssen eine wichtige Regel einführen. Du hast immer Gras, Alter, Maxi, und immer Schild dabei. Oh fuck, meine Sanity ist halt, Boah, Alter, das ist ein Riesenvieh. Ja, dann will ich auch Beef! Toll. Das hab ich einfach komplett weggefickt. Alter! Mann, wenn ich doch einen Happen zu essen gehabt hätte, hätte ich's... Ah, jetzt wird Tag. Ja, beleg mich mal bitte wieder. Wir haben ja genug Zeit. Ja, ich muss das mal hier den ganzen... Ah, wie kann ich denn am Boden geguckt haben? Weißt du, ich nehme so ein... Ich hatte 30 Zweige. Dachte mir, ja gut, bin ich ja safe. Aber ich habe die irgendwo rein... Was machst du? Beleg mich mal wieder. Ja, ich brauche dazu diese Drüse. So, 4-mal können wir es noch machen. Oh da. Gott, Alter, okay, das hängt. Eieiei. So, wo hab ich's jetzt verkehrt? Wo war mein... Das sollst du gerade gar nicht anziehen. Danke. Chester, mach mal dein Positioning! Ich hab die Zweige da reingelegt. Das war halt... Das war mein Verhängnis. Ja, okay, also man kann übrigens nicht doppelt das machen. Eieiei, ich muss halt echt irgendwie gucken, dass ich maximales Leben mal irgendwann wieder bekomme. So, ich habe jetzt noch mehr Essen reingetan. Ich habe jetzt noch Fisch reingetan. Also, wenn du Bock hast, Fischstäbchen zu machen. Und am besten noch die saftigen Beeren benutzen. Ja, Die sind auch am Limit. Die sind aber Limit maximal, ne? Alter. Die Hase. Es wird gerade alles so ein bisschen schlechter. Ich meine, das ist ja nicht so schlimm. Auch gerade von jedem Mist ein bisschen viel. Also, ich baue erstmal. Oh, scheiße, die kommen. Hast du genug Nahrung? Hast du genug HP? Ja, heil dich nochmal. Ich hab so ein Heilding. Okay, ich hab genug. Ich hab halt nur generell nicht mehr so viel, ne? Ich hab halt keinen Helm gerade. Wir müssen hier noch irgendwo Steine haben. Steine, das sind so. So, ich esse jetzt noch was.
Ich mache mir gerade nochmal einen Helm. Wie geht's deinem Helm? Alles supi? Bei mir ist alles supi. So, ich habe jetzt meinen Rucksack abgelegt. Ich bin jetzt nur noch zum Fighten bereit. Okay, ich auch. Aber ich muss trotzdem weiter. Also, du hast eine Monster-Lasagne gemacht? Die können wir wegschmeißen, ne? Ja, ich weiß. Deswegen habe ich sie ja weggekriegt. Ich habe doch gesagt, ich teste einmal, wie das. Achso, was hast du jetzt? Du hast jetzt gleichmäßiges Verhältnis getestet. Ja, ja, ne? das ist lost. Ah, kannst du komplett vergessen. So, Fisch, die zwei Bären und ein Zweig. Ich will da deine Leiche wegmachen, die macht mich einfach nervös. So, are they coming? Komm, mach dich bereit. Wir sind krasse Krieger. Okay, da kommt der Erste. Der ist dumm, den machen wir. Oh, ich war gerade am Kauen. Alter, der isst einfach was nebenbei. Oh, wir haben Zähne. Zähne sind geil. Und ruff. Alter, ihr ficken euch, ihr Kackmonster, Alter. Hier. Alter, lass mich Zähne essen, du Anton! So. Ja. Ach du willst auch noch fight. Hier, deine fette Mutter. So, aber ich lass dich trotzdem mal. Spandau! Ich hab halt, also, ich meine, mein Max-Leben ist halt jetzt 100, ne? Also. So viel dir Spaß macht, denken nicht. Ja, na gut, ich bin jetzt aktuell bei 97, das ist nicht wagen viel. So, kann man die mit Monster-Lasagne nicht nochmal reintun? Geh mal aus dem Weg. Soll ich mal gucken, ob ich den Monster da seine reintun kann? Ja, das wäre ja. Das so recyceln könnte, sehr GG. So, das halte ich jetzt sehr unwahrscheinlich. Achso, im Nachhinein kann es ja jeder sein, ne? So, warte mal, ich habe ja noch so ein Hütchen. Das kannst du auch mal. Die ganzen Pilze, die kurz davor sind, schlecht zu werden, kannst du auch mal da mal reintun. Okay, wollen wir uns bitte den Tentakeln anlegen? Ja, hast du noch Seile? Nee, gar nichts in die Richtung. Ich meine, deswegen sterbe ich ja immer, ne? Naja, nee, du stirbst in dem Gras. Ja, aber Seile macht man ja aus Gras, ne? Achso, ja, deswegen, ja, dann stirbst du. When you're gonna die. So, okay, wir müssen auch wieder Gras sammeln gehen. Ich habe jetzt echt ziemlich wenig. Ich mache jetzt noch ein so ein Gestell. Dann können wir los. Hatte ich mir einfach selbst verbackt. So, dann noch ein Häppchen. Aber noch das, aber mein Fisch da rein. Einige Happen sind ja echt langsam am Limit. So. Okay, ja, ich glaube, wir machen noch so eine richtige Aufräumrunde hier. Wir haben jetzt eh nur noch 3 Minuten. Ja, dann wir machen jetzt hier die genau, du verkochst jetzt das Fleisch und ich gehe jetzt nochmal Gras sammeln, volle Hütte. Ja, sammeln wir nochmal Gras, das ist gut. So, und dann können wir, glaube ich, losgehen. Es ist aber ein bisschen. Ich meine, das ist gut, dass wir jetzt die Viechter nicht irgendwie unterwegs treffen mussten. So. Ja. Ich meine, ich habe jetzt in der Woche 100 maximales Leben verloren. Da wäre hier und da, hätte ich die eine oder andere Szene minimal besser spielen können. Ne? Also, es war schon ganz nah an der Perfektion. Close. Aber es hätte tatsächlich noch einen Ticken mehr gekonnt. So, kann ich die Birken. Geil, ich kann die reinmachen. Fisch. Und. Ja, wir müssen wieder ein Geschenk andrehen. Spike. Steine hier. Ach, ich meine, okay, dann. Jetzt können wir hier noch verkochen. Machen wir das. Ach, komm, machen wir einfach die Happen weg. Was soll's? Frage ist, ob wir rote Federn bei den. Ich habe ja den Bumerang so dabei, ob wir rote Federn eher nehmen. Oder andere. Ach so, so ein Bumerang wollte ich halt ganz gerne mal haben, ne? Das wäre super. Wir haben Spinnnetze da, du musst nur Holz finden, Bretter draus machen. Und. Ich mach für dich wieder Hackbällchen hier, ne? Du stehst da drauf. Ja, ist gut. Oh, ich hab Hundezahn, ja. So, denk dran, es wird gleich wieder dunkel, mach dir Feuer. Ja. Klar. Ja, klar, okay. The moon is shining. Du bist doch nicht böse, wenn ich Zweige verballer, oder? Besser als Drüsen. So. Drüsen sind. Wobei wir hatten jetzt echt viele Spinnen gefunden. Also ich glaube, das wird auch eigentlich kein Problem mehr sein, wenn ich ehrlich bin. Nur dieses Max-HP, da müssen wir uns wirklich was einfallen lassen. Also vielleicht muss. Können wir vielleicht mal drüber gucken. Ja, irgendwas muss ja geben, um das zu verbessern, ne? Ja, ich weiß nur, dass irgendwas mit den Wiederbelebungsdingern, dass man da irgendwie anders vorgehen kann. Also, dass man sich anders wiederbeleben kann. Weil es ist halt bewusst ein Penalty eingebaut. Ja, klar, ist aber gut. Aber es muss ja. Also, wir sind ja nicht die ersten Idioten.
Ach, ich hätte Fäulnis verheizen sollen, ich Idiot. Alter, das brennt so gut. Fäulnis kann man verheizen? Das ist ja geil. Mega, Alter. Da haben wir ja richtig viel davon. Faul. Oh geil, ich kann wieder das Trockengestell ernten. So, dann genau, dann kannst du gleich noch ein paar Happen mehr aufhängen. Ja, ich glaube, ich habe alle Happen verbraten. Gleich Bällchen, was? Ja, ich habe ordentlich zugelangt, aber du kannst ja noch ein paar von den Kanickeln unterwegs einsammeln, ne? Alter, ich hab 6 Happen schon wieder am Start. Ja, dann komm mal her. Wir müssen die halt noch aufhängen, ne? Ja, ich ernte die jetzt noch zu Ende, damit die hier nicht schimmeln da drinne. Weil die Steigerung ist quasi, dass du unter der Falle schon den Happen findest. Und davon die Steigerung ist, du findest unter der Falle Fäulnis. So, das ist halt dann war es wirklich zu spät. So, dann machen wir nochmal das, nochmal das. Oh, ich habe keinen Fisch mehr. Ja, aber wie du siehst ja, also es ist schon worth, dass wir bei den Hasen waren. So. Klar, wir hatten irgendwie zwischendurch dieses Astproblem so. Aber es war worth. Du hattest wirklich Ahnung von dem Game. Da kann ich dir nicht abstreiten. Das ist einfach OP, Alter. Ich hätte mir in der Phase durchaus gewünscht, dass du Unrecht hast. So ist es nicht. Aber dem war nicht so. Ich überlege halt, was man mit der Monster-Lasagne machen kann, ne? Aber kommst du jetzt mal wieder? Weil ich würde halt echt gern los und ich habe das Gefühl, jo. Ne? Wäre nicht, dass die Fallen da verschimmeln, ne? So, das ist mein Motto. Ja, ich sehe deinen Punkt. Das ist auch okay. So, okay. Erstmal die Fäulnis in den Kühlschrank packen. Nee, du machst jetzt nicht wirklich die Keule, du bringst da rein, oder? Nein, natürlich nicht. Warte, okay, ich bin ready. Komm, let's go. 38 Fäulnis sind einfach volle Kackschweine. Also ich okay, hab dir, ich glaube, ich bin ready, ja. Hier in der Kühlbox habe ich dir noch richtig was reingelegt für dich zum Futtern. Oh ja. Alles, was du magst, ne? Außer die Monster-Lasagne, die lass ich mal dort. So, okay, los geht's. Warte, wir sind bei 31 Minuten. War das jetzt meine Folge oder deine? Meine. Oder deine, glaube ich, ja. Okay, dann hau.